Das Glück und das Wohl unserer Familie ist das Wichtigste auf dieser Welt. Wir stehen Ihnen heute mit all unseren Möglichkeiten zur Seite. Was ist aber mit der Zukunft? Auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft mit sich bringt, so liegt es in unserer Hand, auf schwierige Tage vorbereitet zu sein. Die Türkisch-Islamische Stiftung hat 1987 den Bestattungsfonds gegründet, um unsere Mitbürger, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Schweiz haben und eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, in ihren schweren Zeiten zu unterstützen. Familien, die Gönner von diesem auf Solidarität basierenden Bestattungsfonds sind, können alle Bestattungsdienstleistungen kostenlos in Anspruch nehmen. Beim Fonds, an dem über 16.000 Familien und über 40.000 Einzelpersonen angemeldet sind, können alle Bürger, die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Schweiz haben und eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen, Gönner werden. Es reicht, dass ein Ehegatte einen Antrag stellt, sodass alle anderen Mitglieder der Familie automatisch von denselben Leistungen profitieren können. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können ohne eine Eintrittsgebühr zu zahlen durch einfache Zahlung des Jahresbeitrags ihre Gönnerschaft beginnen. Der Bestattungsfonds finanziert seine Leistungen durch Spenden. Beim Eintritt wird eine einmalige Eintrittsgebühr und der für das Jahr fällige Jahresbeitrag an die Stiftung entrichtet. Danach wird die Gönnerschaft fortgeführt, indem der Jahresbeitrag gezahlt wird. Um Gönner bei unserem Fonds zu werden, können Sie das Online-Formular auf unserer Webseite ausfüllen oder das gedruckte Antragsformular, das Sie bei Ihrem Konsulat oder in Ihrem Moscheeverein erhalten, ausfüllen und per Post an unsere Stiftung versenden. Nach der Antragstellung werden der Eintrittsbeitrag und die Jahresgebühr gezahlt. Nach 90-tägiger Wartezeit beginnt Ihre Gönnerschaft beim Fonds. Doch wie unterstützen wir Sie im Falle eines Verlusts Ihrer Nächsten? Sie können bei einem Sterbefall unsere Meldehotline rund um die Uhr erreichen. Mitarbeiter unserer Stiftung stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ein Bestattungswagen unserer Stiftung holt den Verstorbenen oder die Verstorbene ab. Der oder die Verstorbene wird nach islamischem Brauch vorbereitet. Nach dem Bestattungsgebet wird der oder die Verstorbene zum Ort des Begräbnisses gebracht. Falls das Begräbnis außerhalb der Schweiz stattfinden soll, so werden das Einholen von Genehmigungen und der Flugtransfer des oder der Verstorbenen sowie der Angehörigen von der Stiftung übernommen. Der oder die Verstorbene wird am Flughafen, der am nächsten zum Ort des Begräbnisses liegt, an die Familie übergeben. Werden auch Sie Gönner unseres Fonds, lassen Sie uns einander in schwierigen Zeiten solidarisch unterstützen. Die Türkisch-Islamische Stiftung steht Ihnen mit Ihren Dienstleistungen stets zur Seite. Personen, die bereits Mitglied bei einem anderen Bestattungsfonds sind, können bis zum 31. März 2019 ohne Eintrittsgebühr und ohne 90-tägige Wartezeit Gönner beim Türkisch-Islamischen Stiftungsbestattungsfonds werden.